Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Harald Stingele. Ich bin Vorsitzender der Initiative Lern- und Gedenkorthotel Silber e.V. und komme dorthin über die Stuttgarter Stolperstein-Initiativen. Im Namen der drei Veranstalter dieser Auftaktreihe, dem Haus der Geschichte Bad Württemberg, dem Stadtmuseum Stuttgart und der Initiative Lern- und Gedenkorthotel Silber, möchte ich Sie herzlich begrüßen. Der heutige Abend ist vorerst die letzte Veranstaltung hier im historischen Ort. In den Jahren 2015 und 2016 steht der Umbau an und wir hoffen sehr, dass die neue Einrichtung dann im Frühjahr 2017 eröffnet werden kann. Hier soll ein lebendiger, eng mit der Stuttgarter Zivilgesellschaft verknüpfter Ort entstehen, ein Ort der Auseinandersetzung mit den Fragen, die die Gegenwart an die NS-Zeit sowie an die Vor- und Nachgeschichte stellt. Bevor ich kurz auf das Thema des heutigen Abends eingehe, möchte ich einen praktischen Hinweis geben. Die Fritz Mieler von den Anstiftern möchte filmen, er wird aber nur das Podium filmen, nur damit Sie sicher sein können. Und wir haben verabredet, dass er, wenn dann die Diskussion eröffnet wird, er nicht mehr weiterführt. Dann müsste er von jedem die Erlaubnis hier einholen. Nun zum Inhalt des heutigen Abends. Die NSU-Morde hätten verhindert werden können, wenn der Landesverfassungsschutz das nicht verhindert hätte. Der Verfassungsschutz hat es ermöglicht, dass gesuchte und flüchtige Neonazis im Untergrund bleiben konnten. Er hat die Neonazi-Szene vor Ermittlung der Polizei gewarnt. Er hat mit dieser Szene in einer Weise gearbeitet, die die Juristen Kollusion nennen. Er hat verdunkelt und verschleiert. Und die Polizei, sie hat nicht ermittelt, wo er ermittelt hätte werden müssen. Es herrschte ein Klima des Wegschauens. Die Behörden haben nicht nur versagt, sie waren nicht nur unfähig, sie waren offenbar dazu fähig, die Ermittlungen und die Ergreifung der Verbrecher bewusst fahrlässig oder bedingt vorsätzlich zu verhindern. Es gibt, so der Bericht, den Verdacht gezielter Sabotage. Es ist ein Verdacht, der einen schier verrückt werden lässt. So fasst Heribert Brandl, Leiter des Innenressorts der Süddeutschen Zeitung, den Bericht des Thüringer Untersuchungsausschusses zusammen und wirft die Frage auf, die auch heute Abend im Mittelpunkt steht. Wie schützt sich die Demokratie? Und inwiefern schützen die Schützer, die Sicherheitsbehörden, die Demokratie? Und wie verhält es sich damit in Baden-Württemberg, wo die Gründe von dem Mord an Michel Kiesewetter und die Vernetzungen des NSU mit der neofaschistischen Szene in unserer Region nach wie vor im Dunkeln liegen? Das Hotel Silber, Polizeisitz von 1928 bis 1984, Sitz der Gestapo-Leitstelle für Württemberg-Hohenzollern und damit Zentrale des schrankenlosen NS-Terrors in unserer Region, ist ein geeigneter Ort, um diese Fragen zu diskutieren. Mit Blick auf die Geschichte dieses Hauses können wir uns fragen, welche riesigen Sicherheitsdienste bergen, die im Geheimen operieren, ob sie überhaupt einer demokratischen und rechtsstaatlichen Kontrolle unterliegen können, ob das seinerseits von den Alliierten bei der Gründung der Sicherheitsdienste der BRD verlangte Gebot der Trennung von Polizei und Geheimdienst überhaupt funktioniert, welches Eigenleben geheimarbeitende Sicherheitsdienste entwickeln und von welchen Denkmodellen und von welchen Interessen sie sich leiten lassen. Das sind Fragen, die uns auch im Prozess der Entwicklung der zukünftigen Dauerausstellung im Hotel Silber beschäftigen. Das ist Stoff für den zukünftigen Lernort. Nur solche Erinnerung ist fruchtbar, sagte Ernst Bloch, die auch daran erinnert, was noch zu tun ist. Wir sind deshalb sehr gespannt, wie diese Fragen heute diskutiert werden. Ich bedanke mich bei unseren Gästen auf dem Podium, bei Alexander Salomon, bei Thomas Moser und bei Gökay Sofuoğlu. Und ich bedanke mich bei Ellen Esen, die das Gespräch heute Abend moderieren wird. Sie ist Referentin in der politischen Bildung, Bildungsarbeit und Rechtsextremismus-Expertin aus Karlsruhe. Sie wird die Podiumsgäste jetzt gleich noch näher vorstellen und sagen, wie sie sich den Abend vorstellt. An Sie möchte ich jetzt übergeben. Herzlich willkommen. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen
Es sind in den letzten Wochen einige interessante Tagungen zum Thema NSU und im Umgang damit auch in Stuttgart gelaufen. Umso mehr freue ich mich, dass auch heute Abend wieder zahlreiche Gäste gekommen sind. Zum Ablauf des heutigen Abends erstmal Folgendes. Wir werden beginnen mit dem Podium. Die Gäste stelle ich Ihnen gleich noch vor. Ich möchte aber auch Ihre Kompetenz und Ihre vielen Fragen, die Sie hoffentlich mitgebracht haben, nicht unberücksichtigt lassen, sondern es wird so sein, dass wir nach circa einer Stunde, und da bitte ich alle Podiumsmitglieder, vielleicht auch nicht immer ganz lang, sondern kurz und knapp und knackig zu antworten, die Runde eröffnen und Ihnen die Gelegenheit zur Diskussion geben. Wir werden beginnen, ganz langsam beginnen mit einer Bestandsaufnahme zum NSU. Wir werden beleuchten die Arbeit und Erkenntnisse aus den NSU-Untersuchungsausschüssen des Bundes und der Länder. Wir werden uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich passiert? Ist der Staat auf dem rechten Auge viel zu lange blind gewesen? Anders gewendet, wie viel Staat steckt in dem NSU? Zum Schluss beschäftigt das Podium die Frage, und dann sind Sie dran, welche Lehren müssen aus dem NSU-Komplex gezogen werden? Was heißt das Thema unserer Veranstaltung? Was heißt das eigentlich, Schutz der Demokratie? Wer soll diese Demokratie schützen? Wir unterhalten uns heute Abend, wenn all die Experten, mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Büchern, die erschienen sind, wenn die Recht haben, unterhalten wir uns über einen der größten Skandale in der Bundesrepublik und in der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte. Der Generalbundesanwalt Harald Range sagte 2011 bereits in einem FAZ-Interview, von der Bedeutung für die Bundesanwaltschaft her gesehen, aber auch hinsichtlich der politischen Folgen, sage ich, die NSU-Morde sind unser 11. September. Was passierte seitdem? Hat sich der 4.11.2011, der Tag, an dem das sogenannte Trio aufflog, ähnlich in ein kollektives Gedächtnis eingebrannt wie 9/11? Was folgte nach einer anfänglich sehr großen Betroffenheit und Empörungswelle? Der Respekt vor den Opfern des NSU erfordert meines Ermessens, dass wir ihnen heute in einer anderen Form gedenken und nicht ein Ritual folgen lassen, wie bei vielen Veranstaltungen. Unsere Aufgabe und Verpflichtung ist es, die Aufklärung und Klarheit herbeizuführen, warum mussten diese Menschen sterben. Wie kann umgegangen werden mit dieser unglaublichen Mordserie, ausgeübt von Rechtsextremisten, die mindestens 10 Menschen das Leben kostete? Welche Konsequenzen müssen wir ziehen? Und was heißt das alles schließlich für Baden-Württemberg und die Aufklärung im Ländle? Ich begrüße nun die Gäste der Podiumsdiskussion. Ganz außen Thomas Moser. Thomas Moser ist Politologe und Journalist und Autor des Buches, ich habe gesehen, es liegt draußen aus, oder Mitautor des Buches Geheimsache NSU, 10 Morde von Aufklärung, keine Spur. Ich begrüße Alexander Salomon. Alexander Salomon ist Mitglied des Landtags und Mitglied der Grünen. Er war Mitglied in der sogenannten Enquete-Kommission Konsequenzen der Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds. Und Herr Salomon wird im bald eröffneten NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg mitwirken. Ist schon eröffnet, gestern gab es Oh! Ich begrüße last not least Gülkaysin Kuklu, Sozialpädagoge und Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg und seit 2014 noch ganz
Frisch, auch einer der Bundesvorsitzenden der türkischen Gemeinde. Herzlich willkommen. Herr Moser, ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. Sie haben sich als Journalist und Autor sehr intensiv mit den Spuren des NSU nach Baden-Württemberg beschäftigt. Nicht nur die Spuren nach Baden-Württemberg, sondern Herr Moser kommt heute Abend zu uns direkt vom Prozess aus München. Er beobachtet den Prozess und ist einer der intimsten Kenner des NSU und der ganzen Verwicklung, um die es geht. Können Sie die Spuren des NSU nach Baden-Württemberg für uns alle kurz skizzieren? Es sind sehr viele und umfangreiche. Und ich schiebe gleich die Frage hinzu, gehen Sie von einem organisierten Unterstützungsnetzwerk des NSU in Baden-Württemberg aus oder war es, wie die Generalbundesanwaltschaft eigentlich vorgibt, tatsächlich nur dieses Trio, das in Baden-Württemberg die junge Polizeimeisterin Michelle Kiesewetter ermordete und ihren Kollegen schwer verletzte? Ist das denkbar? Wo gibt es aus Ihrer Sicht offene Fragen hier im Ländle? Wie lange soll ich reden? Es sind vier Fragenkomplexe. Es ist fast unmöglich. Der erste Teil war Spuren des NSU. Da fängt das Problem schon an. Wir wissen nicht, wer und was der NSU war. Das heißt, wenn wir die Bundesanwaltschaft behauptet und ein Großteil der Sicherheitsbehörden, dann müssen wir nach Spuren des Trios suchen. Mundlos, Böhnhardt, Schäpe. Die gibt es. Es gibt Spuren von diesem Trio, die waren in Ludwigsburg zum Beispiel, sie waren in Stuttgart, sie hatten Beziehungen in die Heilbronner Gegend. Es gibt Spuren, die bestritten werden, wir sind schon mitten im Problem. Es gibt eine V-Frau, eine ehemalige V-Frau des Landesamtes für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg, die sagt, sie hat Beate Zschäpe 2006 in Ilshofen bei Schwäbisch Hall getroffen und Uwe Böhnhardt in Erlenbach bei Heilbronn. Und das Landesamt für Verfassungsschutz behauptet, es wäre Quatsch, was diese Frau sagt. Wir sind mitten im Problem im Prinzip. Also, diese Spuren gibt es und gleichzeitig, der Komplex ist so vielschichtig. Ich springe zur vierten Frage. Wer waren die Täter in Heilbronn? Waren es Böhnhardt und Mundlos, wie es die Bundesanwaltschaft behauptet, oder waren es andere? Also es gibt die Spuren dieses Trios nach Baden-Württemberg. Wir wissen nicht, ob das NSU alleine war. Es gibt die Behauptung, die zwei Männer waren die Täter. Wir gehen inzwischen davon aus, dass die nicht die Täter waren, obwohl es die Spuren gibt. Wir gehen davon aus, es waren mehr Täter. Die beiden waren vielleicht dabei. Es waren vielleicht auch ganz andere Täter. Herr Moser, kurz, wenn Sie von wir sprechen, wer ist damit benannt? Das sind einerseits die 10 Autoren dieses Buches, aber es sind viel mehr. Wir sind eine richtige Aufklärergemeinde, das sind Journalisten. Es gibt eine Reihe von Journalisten, die wirklich unbeugsam die Sache aufklären wollen. Es gibt eine große Anzahl von Opferanwälten, die sich in die Sache reinknien, die natürlich einen Auftrag haben für ihre Mandantschaft, für die Familien dieser Opfer, die Sache aufzuklären im Prinzip. Es gibt auch Ermittler, die nicht zufrieden sind mit dem, was dargestellt wird. Wir sind mitten im Auge des Taifuns. Die Ermittler des Landeskriminalamtes von Baden-Württemberg hier in Stuttgart widersprechen der Linie der Bundesanwaltschaft. Es gibt also Ermittler, die aufklären wollen. Es gibt Abgeordnete, die aufklären wollen. Es gibt nicht nur Abgeordnete, die sich vom Acker machen, die sagen, wir brauchen keinen zweiten Untersuchungsausschuss mehr. Es gibt auch Abgeordnete, die wirklich aufklären wollen, die sich die Akten kommen lassen, die nach wie vor verfolgen, was passiert, in München zum Beispiel oder an Recherchen und Nachfragen. Jüngst wollten Abgeordnete in Berlin vom Innenausschuss einen Bericht haben vom Bundesanwalt aus Karlsruhe zu den ungeklärten Fragen, zum Beispiel zur Cesca. Wollten sich das erklären lassen, wie denn diese Widersprüche zustande kommen. Der Bundesjustizminister Heiko Maas hat dieses Gespräch verhindert.
Also es gibt Journalisten, es gibt Abgeordnete, es gibt Opferanwälte, es gibt Ermittler, die nach wie vor sozusagen aufklären wollen, was sich hinter NSU verbirgt. Herr Moser, das ist mir. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Ihre Gruppe, das Recherchenetzwerk, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, davon ausgeht, in Heilbronn waren tatsächlich andere Täter zugange als das sogenannte NSU-Trio. Das wäre ja furchtbar, denn dann wären die, die dort mordeten, immer noch auf freiem Fuß. Genau so ist es. Die sind auf freiem Fuß, davon ist auszugehen, es ist furchtbar und wir müssen den Stier bei den Hörnern packen. Der Innenminister des Landes von Baden-Württemberg verhindert seit dem 4. November 2011 die Ermittlungen, die Fahndung nach den Tätern. Der Abgeordnete Alexander Salomon zum Beispiel, der neben mir sitzt, hat vor 1,5 Jahren eine kleine Anfrage gestartet im Landtag und hat unter anderem gefragt, ob sich nach dem Auffliegen dieses Trios eben am 4. November 2011 die Ermittlungen geändert haben, die Ermittlungsrichtung. Und die Antwort des Innenministers war, nach dem 4.11. waren die Ermittlungen darauf ausgerichtet, die Täterschaft nachzuweisen. Also so. Keine ergebnisoffenen Ermittlungen. Ganz genau. Die Täterschaft nachzuweisen von Mundlos und Böhner und nicht mehr zu suchen, wer die Täter sein könnten. Es gibt Zeugen, zwar am helllichten Tag in Heilbronn, es gibt jede Menge Zeugen, Nachtatzeugen, Vortatzeugen und mehrere Zeugen beschreiben drei verschiedene blutverschmierte Männer. Die haben die so genau gesehen, dass sie Phantombilder erstellen lassen konnten. So, drei verschiedene blutverschmierte Männer, kein einziger ähnelt Mundlos und Böhnert. Herr Moser, warum ist von den Zeugen aus Ihrer Perspektive niemand beim Prozess in München gehört worden, die augenscheinlich andere Aussagen machen als die Hinweise auf das NSU-Trio? Die Bundesanwaltschaft als Anklagebehörde geht davon aus oder behauptet, die Täter von Heilbronn waren Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Jetzt haben wir 13 Phantombilder, also 14 Phantombilder, 13 Phantombilder, die Männer zeigen, und kein einziges Phantombild zeigt Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, also sind die unwichtig. Das ist die Logik der Bundesanwaltschaft. Sie geht von dem Ergebnis aus ran und sagt, die Bezeugungen, die Beobachtungen sind sozusagen irrelevant, sind ungültig, und deshalb brauchen wir auch die Zeugen, den Bürger nicht vernehmen. Soweit erstmal danke. Da wird einem Angst und Bange, Herr Sofokum. Wie nimmt die türkische Gemeinde diese Erkenntnisse rund um den NSU auf? Wenn jetzt auch noch womöglich davon auszugehen ist, dass da Rechtsextremisten weiterhin ihr Unwesen betreiben. Impressionen dazu, wie erklären Sie sich, was in den Ermittlungen gelaufen ist? Gerade nach dem Mord an Michael Kiesewetter, muss man ja schon sagen, wurden auch dort in Heilbronn rassistisch ermittelt. Sinti und Roma standen massiv unter Verdacht. Auch die anderen Getöteten, die 8 Menschen mit türkischem Hintergrund, der eine Grieche, sie wurden Verdächtigungen ausgesetzt, die sehr tiefgreifend waren. Wie betrachten Sie angesichts der Situation die Mentalität und die Gefühlslage innerhalb der türkischen Gemeinde? Wie sieht man das? Wie blickt man dort auf den NSU? Man kann natürlich ganz schnell beantworten, mit großer Sorge, weil, also ich möchte vielleicht von meinem Lebenslauf 2 Geschichten erzählen, was sich total in meinem Kopf, auch in meinen Gefühlen verdreht hat in Deutschland. Als ich 1980 nach Deutschland gekommen bin, hatte ich mal Praktikum gemacht. Kurzes hat damit nichts zu tun, aber ich will damit woanders hingehen. Und da hatte ich 95 Cent, Pfennig damals, Mehl bekommen. Dann hatte ich ein Schreiben bekommen von der Behörde, ich soll das zahlen. Ich natürlich, einer, der aus der Türkei kommt, der solche Summen eigentlich nicht so richtig ernst nimmt, hatte ich das natürlich nicht bezahlt. Dann kam ein zweiter Brief und dann beim dritten
kam schon diese Drohung, wenn ich das nicht bezahle, werde ich abgeschoben. Dann habe ich das mit jemandem gesprochen, hat er gesagt, man nimmt die Sache in Deutschland eigentlich sehr gründlich. Alles so sehr gründlich. Und das habe ich dann irgendwann mal später erfahren, als ich Mitte 90er meinen Staatsbürgerschaftsantrag gestellt habe. Ich wollte endlich mal deutscher Staatsbürger werden. Es hat einfach lang gedauert, bis ich endlich mal dran kam, dass ich mal vorsprechen durfte und auch einen Test machen durfte. Deswegen sage ich immer, ich bin eigentlich besserer Deutsche, weil ich einen Test bestanden habe, während viele andere nicht meinen Test bestanden haben. Einfach so als Deutsche auf die Welt gekommen. Da habe ich gesehen, da ist ein Ordner und da stand irgendwie geheim. Und der Bernd ist rausgegangen und ich habe, so neugierig wie ich bin, habe ich mal durchgeblättert in dem Ordner. Da habe ich fast alle Flugblätter gesehen, die ich nach 1980, also nach dem Militärputsch in der Türkei, in Stuttgart auf der Straße verteilt habe. Diese ganze Reden, die ich mal irgendwo gehalten habe und Aktion. Also es war wirklich eine ganz tolle Sammlung. Die hätte ich gerne mitgenommen, habe ich gesagt. Wenn in Deutschland alles so richtig gründlich läuft, dann kann es ja eigentlich im NSU auch richtig gründlich gehen. Da hatte ich erstmal, als es rauskam, NSU, ja, es ist irgendwas passiert, jetzt geht man an die Sache ran. Und da habe ich auf diese Justiz natürlich erstmal mein Vertrauen geschenkt, dass da was läuft, auf die Polizei mein Vertrauen geschenkt, dass da was läuft, dass es gründlich natürlich untersucht wird. Aber mit der Zeit und jetzt in dieser Zeit habe ich gedacht, dass die deutsche Polizei und wahrscheinlich auch schon deutsche Justiz an manchen Dingen wirklich sehr gründlich vorgeht, aber an manchen Dingen doch nicht. Heißt das, Ihr Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden sind nun nachdrücklich erschüttert? Ich bin sehr skeptisch, wenn es darum geht, dass irgendetwas passiert, das aufzuklären. Allein wenn ich mal vor allem die Berliner Polizei sehe oder andere, wenn irgendetwas passiert, dass sie zum Beispiel rechtsextremistische Attentate sofort ausschließen. Ja. Und dass sie sogar auf ein Attentat ausschließen, dass irgendwo an so einem Elektrikkontakt und sonst irgendwo man nach Ursachen sucht, erst später kommen raus, wenn die Öffentlichkeit ganz weit von dem Thema ist, dass da eigentlich auch was dahinter stecken kann. Also jetzt gerade diese ganze Brandanschläge an den Moscheen in Bielefeld, in Köln, in Berlin, dass dann später doch was dahinter war, als was die Polizei am Anfang erklärt hat. Das führt natürlich bei mir und auch natürlich bei den Menschen, die ich jetzt mit dem Verein versuche zu vertreten, zu Skepsis, zu Misstrauen gegenüber der Polizei, gegenüber der Justiz. Ihr Vertrauen in die Politik. Wir haben gehört, der NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg hat seine Arbeit aufgenommen. Wie haben Sie das betrachtet? Es hat ja lange Zeit hier in Baden-Württemberg keinen Untersuchungsausschuss gegeben. Fanden Sie die Herangehensweise der Politik an das Thema NSU hier in Baden-Württemberg vertretbar? Dass endlich mal ein Untersuchungsausschuss zustande kommt, ist das natürlich zu begrüßen. Aber dass es bis dahin nicht gekommen ist, ist natürlich erschreckend. Ich habe auch mit einigen Abgeordneten gesprochen, dass sogar mit einem oder zwei in so einem Kreis, als ich dann gesagt habe, was wollt ihr denn vertuschen? Ja. Na, was wollt ihr denn eigentlich? Was soll man da verstecken? Oder wieso gibt es dann keinen Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg, während in Thüringen zum Beispiel sehr viele Sachen aufgeklärt worden sind, wenigstens mal einfach so mehr oder weniger so ein bisschen Handlungsfelder gesehen hat. Da hat er gesagt, wie redest du denn mit uns? Ja. Da hat sich eigentlich herausgestellt, dass Innenminister Gall schon starke Rückendeckung innerhalb von seiner Partei, aber auch natürlich von anderen Fraktionen hatte, um das nicht voranzutreiben. Und der öffentliche Druck hat
denke ich, dazu geführt, dass endlich auch in Baden-Württemberg ein Untersuchungsausschuss kommt. Ob ich mir was erhoffe, dass da was rauskommt, das liegt natürlich an solchen Abgeordneten wie der Salomon. Dann war das jetzt auch eine prima Überleitung. Ja, Alexander Salomon, Herr Moser erwähnte das bereits, kümmert sich schon seit einiger Zeit oder nimmt sich dem Thema NSU verstärkt an, stellt parlamentarische Anfragen, da war die Enquete noch gar nicht geboren, geschweige denn ein NSU-Untersuchungsausschuss. Er ist jetzt in einer etwas prekären Lage, da ich ihm die Frage stellen muss, Herr Salomon, können Sie uns erklären, warum Baden-Württemberg erst jetzt einen Untersuchungsausschuss zum NSU einsetzt? Ja, gleich eine schwierige Frage. Warum? Das Ganze wurde ja schon spekuliert. Ich meine, wir haben jetzt auch von Herrn Moser gehört und auch von Ihnen gehört, dass es da gewisse Kräfte gab in der Vergangenheit, die vielleicht nicht auf einen Untersuchungsausschuss hingearbeitet haben. Dass Baden-Württemberg nicht ganz untätig sind, ich muss ja ein bisschen auch zur Ehrenrettung von uns sagen, auch mit aller Kritik, die ist vollkommen berechtigt, dass es einen Ermittlungsgruppe-Umfeldbericht gab dazu, dass es zum KKK einen Bericht gab. Wie gesagt, die Kritik, die man dazu äußern kann, ist absolut berechtigt. Muss man auch im Einzelnen nachvollziehen und auch nacharbeiten. Aber ich glaube, dass wir schon etwas getan haben, dass man natürlich hätte mehr machen müssen, dass ein Untersuchungsausschuss hätte viel früher kommen müssen. Ich meine, wir sind jetzt in einer zeitlich schwierigen Lage. Das Ende der Legislaturperiode ist nicht mehr so weit weg. Der Wahlkampf klopft quasi schon an seit dem letzten Freitag, wenn man so will. Und von daher, die Lage ist, glaube ich, schon schwierig. Das fordern natürlich alle Abgeordneten heraus, die Mitglied sind des Untersuchungsausschusses. Aber ich habe schon nach den ersten beiden Sitzungen schon das Gefühl, dass alle an einen Strang ziehen wollen und auch sehen, dass wir etwas hinbekommen müssen. Ich meine, es muss dem Parlament sich auch selbst jetzt zugestehen, dass man etwas erreichen muss. Da muss am Schluss etwas stehen als Bericht, Abschlussbericht, wo auch fundamental darauf eingegangen wird, was wurde nicht ermittelt, wo waren Fehler in den Ermittlungen. Ich meine, das Wattestäbchen oder die Wattestäbchen ist nur ein Stichwort in den Ermittlungen, was schiefgelaufen ist. Da gibt es noch ganz viele weitere Pannen, Leiten, Pech und Pannen, kann man direkt so sagen. Also von daher, ich bin mir schon sicher, dass da jetzt etwas passiert. Ich will jetzt keine Vergangenheitsbewältigung machen, wer, wann, wo vielleicht etwas behindert hat oder hätte besser machen können oder beschleunigen können. Ich glaube, es hilft jetzt in diesem Stadium nicht mehr viel weiter, sondern jetzt geht es darum, den Untersuchungsausschuss, der etwas bringen muss, und wir sind alle überzeugt, auch zum Erfolg zu führen. Können Sie kurz skizzieren, welchen Fragen schwerpunktmäßig nachgegangen werden soll? Also schwerpunktmäßig, das ist gar kein Geheimnis, da hat der Herr Ausschussvorsitzende, Herr Drexler, schon in der Pressekonferenz gestern deutlich gemacht und auch gezeigt, wo es hingehen soll. Wir werden uns natürlich mit dem Tatkomplex Heilbronn beschäftigen. Wir werden uns mit den Verbindungen des NSU, wie wir ihn jetzt zumindest laut Anklageschrift von aus München kennen, beschäftigen müssen. Das heißt also Umfeld wiederum, Verbindung nach Thüringen, Verbindung nach Sachsen auch, da gibt es auch deutliche Verbindungen. Die werden wir aufarbeiten müssen und das sind die beiden großen Felder. Der Untersuchungsausschuss hat sich darüber hinaus auch noch vorgenommen, dass er aus den Erfahrungen und aus den Befragungen, die wir machen werden, auch noch die Konsequenz oder die Ziele abstecken soll, was eigentlich die Enquete-Kommission hätte auch noch machen sollen. Wie kann man unsere Sicherheitsarchitektur hier in Baden-Württemberg verbessern? Dazu gehören ganz klar schon mal ein Kontrollgremium für den Verfassungsschutz, was wir einer der wenigen oder ich glaube eines der letzten Länder sind, die sowas nicht explizit haben. Da würde ich später gerne nochmal genau drauf eingehen. Ein kleiner Vorgriff auf nachher schon. Also es gibt deutliche Defizite, die wir deutlich auch benennen müssen, die wir dann aber auch im Nachhinein so klar einen Bericht schreiben müssen. Und ich glaube, das ist ein Ziel des Untersuchungsausschusses, ein wesentliches Ziel. Arbeitet dieser Untersuchungsausschuss, Thomas Moser sagte es ja bereits, arbeitet er ergebnisoffen? Was passiert, wenn herausgefunden wird, dass es tatsächlich, wie das Rechercheteam vermutet, nicht das Trio in Heilbronn war? Sind solche Fragen, werden die mit aufgeworfen? Naja, ich kann jetzt nicht vorwegnehmen, was wir herausbekommen könnten während unserem Untersuchungsausschuss. Natürlich ist es so, dass wir, wenn wir ins Umfeld schauen, dann muss man vielleicht auch mal die Akteure trennen. Ein Prozess in München kann nicht das leisten, was ein Untersuchungsausschuss leisten kann, aber das gilt auch andersrum.
Also wir können nicht das leisten, was ein Prozess in München macht. Ich glaube, das muss man trennen. Wir können viel mehr uns in dieses Umfeld hineinbegeben, zu den Akteuren, die vielleicht nicht in München als Zeugen gehört werden, dort, wo nicht mehr hingesehen wird, weil man natürlich die Stoßrichtung hat. Die drei Täter oder die zwei Täter im Fall Heilbronn, da ist München, der Prozess in München viel enger gefasst. Da sind wir als Untersuchungsausschuss natürlich weiter, können ganz andere Akzente setzen, können auch sagen, wir möchten einen anderen Schwerpunkt haben und können auch im Umfeld schauen, was ist denn mit diesen drei blutverschmierten Männern? Was ist denn mit den Zeugen, die das gesehen haben? Die kann man natürlich im Untersuchungsausschuss befragen, immer im Rahmen des gesetzlich Möglichen. Aber ich glaube, in solche Richtungen wird es auch gehen. Also wir werden bestimmt nicht mit einer Stoßrichtung hineingehen und sagen, am Schluss soll eigentlich nur das stehen, was in München ermittelt wird. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn und Zweck dieses Untersuchungsausschusses, sondern wir wollen eine Transparenz herstellen. Und was ganz wichtig ist, was Sie erwähnt hatten, es geht auch um Vertrauen in die Politik wieder aufzubauen, was durchaus gebröckelt ist. Wir kriegen die Zuschriften ja auch seit 3,5 Jahren, die nicht unbedingt nur schön sind. Also von daher, ich glaube, es geht um Vertrauen und die Transparenz. Die muss hergestellt werden. Werden die Sitzungen öffentlich sein? Die Sitzungen, die Beweisaufnahmen werden öffentlich sein. Es wird nicht alles öffentlich möglich sein. Es liegt allein schon an Schutz von Quellen teilweise. Es liegt daran, dass manche Berichte auch nicht öffentlich eingesehen werden müssen. Also wenn sobald es in Verschlusssachen geht, wird es nicht öffentlich sein. Das ist einfach Usus. Das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, sondern es ist geltendes Recht. Aber wir haben schon... Und da waren sich auch alle Fraktionen einig, wir wollen, dass möglichst viel dieses Untersuchungsausschusses auch öffentlich behandelt wird. Weil es geht ja für die Öffentlichkeit, wir wollen ja keine Hinterzimmerveranstaltung für uns machen. Und am Schluss machen wir einen Bericht und darüber kann dann geredet werden, sondern es soll schon während dem Prozess natürlich eine Integration der Öffentlichkeit geben, auch der Journalistinnen und Journalisten, die das Ganze begleiten sollen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor. Mehr Transparenz und mehr Offenheit, sagen Sie zu. Genau. Herr Moser, Sie sind einer der größten Kritiker der Untersuchungsausschüsse und der Arbeit der Untersuchungsausschüsse. Sie begleiten diese Ausschüsse, wie gesagt, seit Jahren, treffen aber ein extrem hartes Urteil. Sie sagen, der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundes sei an der Exekutive gescheitert. Wie meinen Sie das genau? Exekutive, das sind Minister, Polizeibeamte, Staatsanwälte, Bundesanwälte, Vertreter aus den Sicherheitsorganen, Sicherheitsbehörden, das ist die Exekutive, auch der Minister habe ich genannt. Die hat der Ausschuss vorgeladen und die wird auch der Ausschuss in Stuttgart vorladen müssen, weil Spuren unabweisbar in den Sicherheitsapparat hineinführen. Diese Zeugen haben Erinnerungslücken vorgeschützt, haben sich das Recht rausgenommen, die Unwahrheit zu sagen, zu lügen. Die Behörden haben keine Akten rausgegeben. Verschiedene Verfassungsschützer sind inkognito aufgetreten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zum Beispiel, nachdem klar war, wohin die Reise geht in diesem Ausschuss in Berlin, hat im Mai 2013, kurz vor Ende der Beweisaufnahme, dem Ausschuss mitgeteilt, welche Abteilung in Köln zuständig war, sozusagen für die geheimdienstliche, nachrichtendienstliche Betreuung dieses Trios. Kurz vor Schluss. Das war eine Sabotage dieses Ausschusses. Das ist nachzulesen. Inzwischen gibt es eine kleine Anfrage dazu von der Linksfraktion, die noch nicht beantwortet ist. Warum wird dem Ausschuss, nachdem er nicht mehr arbeiten kann, mitgeteilt, welche Abteilung zuständig ist? Die konnten die Leute gar nicht mehr befragen. So, und in Stuttgart müssen die Abgeordneten sich darauf gefasst machen, mit einer ähnlichen Exekutive konfrontiert zu sein. Und wir brauchen Abgeordnete, die das wissen, die sozusagen diesen Stier an den Hörnern packen und sich nicht einschüchtern lassen und auch darauf bestehen, dass sie Akten kriegen und gucken, ob sie alle Akten haben und notfalls sich die Akten besorgen, sich die Akten nicht gefiltert geben lassen. Die Bundesanwaltschaft hat dem Ausschuss in Berlin Dossiers zur Verfügung gestellt. Ausgesuchte Akten, 2x700 Seiten. Nein, die Abgeordneten sollen an die Quelle gehen. Sollen selber von mir aus mit einem Sonderermittler, da kann man eine Konstruktion finden, sollen selber in die Archive gehen und sich die Akten besorgen.
Herr Salomon zuckt, aber das lassen wir jetzt doch erstmal im Raum stehen. Da kommt wahrscheinlich sehr viel Arbeit auf die Abgeordneten und die Mitarbeiter zu. Es war ja schon erwähnt worden, dass es durchaus schwierig sein könnte, in dem kurzen Zeitfenster, was zur Verfügung steht, bis zu den kommenden Landtagswahlen, diese Arbeit substanziell zu leisten und hervorzubringen. Kommen wir nochmal auf die Untersuchungsausschussberichte, insbesondere der Thüringer Untersuchungsausschuss hat eine ganz hervorragende Arbeit geleistet, kommt aber zu dem erschütternden Ergebnis. Bei der Fahndung nach dem sogenannten NSU-Trio hätten die Sicherheitsbehörden nicht nur versagt, sondern es bestehe der Verdacht einer gezielten Sabotage der Ermittlungen. Vorhin auch schon zitiert, Heribert Prandtl, in der Süddeutschen Zeitung vom 23.08.2014 sagt er, die NSU-Morde hätten verhindert werden können, wenn der Landesverfassungsschutz das nicht verhindert hätte. Es ermöglicht, dass gesuchte und flüchtige Neonazis im Untergrund bleiben konnten. Er hat die Neonazi-Szene vor Ermittlungen der Polizei gewarnt. Er hat mit dieser Szene in einer Weise gearbeitet, die die Juristen Kollusion nennen. Er hat verdunkelt, er hat verschleiert. Und die Polizei? Die Polizei hat nicht ermittelt, wo hätte ermittelt werden müssen. Es herrschte ein Klima des Wegschauens. Die Behörden haben nicht nur versagt, sie waren nicht nur unfähig, sie waren offenbar dazu fähig, die Verbrecher bewusst, fahrlässig oder bedingt vorsätzlich zu verhindern. Es gibt, so der Bericht, den Verdacht einer Sabotage. Harry Funke, der heute Abend bei uns sein sollte und aus persönlichen Gründen nicht da sein kann, geht einen Schritt weiter. Er spricht nicht nur von dem Verdacht einer gezielten Sabotage, sondern sagt in einem Taz-Artikel vom 25. April diesen Jahres, die nicht anders als kriminell zu bezeichnende Energie aber, mit der die Sicherheitsexekutive und ihre parlamentarischen Wasserträger die Aufklärung des NSU-Skandals verhindern wollen, gefährdet die bundesrepublikanische Verfassung und erhöht das Vertrauen der Bürger in die Demokratie und schafft eine Sphäre jenseits des Rechtsstaates. Beim NATO-Partner der Türkei ist treffend von einem tiefen Staat die Rede, einer jenseits der oberflächlich funktionierenden modernen Verwaltung wirkenden Koalition aus Militär, Geheimdienst und Polizei. Die deutsche Situation stellt sich noch dramatischer dar. Führen hier doch nicht nur Dienste und Behörden ein politisch unkontrollierbares Eigenleben, sondern die gewählten demokratischen Institutionen selbst schirmen dieses Eigenleben vor der Öffentlichkeit ab. Herr Salomon hat uns versprochen, das wird in Baden-Württemberg anders. Wir nehmen Sie bei Wort und hoffen, dass das auch so sein wird. Herr Moser, ich möchte Sie noch mal fragen. Diese Verquickung zwischen Polizei, Verfassungsschutz und NSU und NSU-Umfeld macht sich, wird besonders deutlich, wenn man über die V-Leute, die nahe im Umfeld des NSU wirken, spricht. Müssen wir also, erstens, wie viele konnten Sie bei Ihren Recherchen feststellen, die ganz, ganz eng am NSU dran waren? Und müssen wir davon ausgehen, dass die Neonazi-Szene eng verquickt ist mit den Geheimdiensten? Ja, das ist so. Es gibt eine Verquickung, es gibt eine Verschränkung. Fast will ich so weit gehen zu sagen, das eine ist ohne das andere gar nicht denkbar. Also das Ganze nahm ja seinen Anlauf in Ostdeutschland, eine Gesellschaft im Umbruch, eine Revolution hatte stattgefunden in der DDR. Die staatlichen Strukturen wurden umgeworfen, der DDR-Geheimdienst wurde gestürzt, die Stasi. Etwas, was uns zugute kommt übrigens. Wir haben den Schatz dieser Revolution, die Akten der Stasi. Wir wissen, wie Geheimdienste arbeiten. Da gibt es Ähnlichkeiten und Methoden. Die Beschäftigung mit dem Verfassungsschutz fällt einem leichter, wenn man sich mit Stasi-Akten beschäftigt hat, weil es ähnliche Strukturen gibt.
So, eine Gesellschaft ohne Sicherheitsorgane, und in dieser Gesellschaft hat nun der bundesdeutsche Verfassungsschutz sich implementiert, seine Strukturen aufgebaut, unter besseren Voraussetzungen als in Westdeutschland zu der Zeit im Prinzip, wo es eine Kritik gibt am Verfassungsschutz, wo es einen Umgang gibt mit dem Verfassungsschutz. In der DDR, Ostdeutschland, war Tabula Rasa, und der Verfassungsschutz hat sozusagen das gemacht, was er will, was er braucht, das sind V-Leute. Was die IMs für die Stasi waren, sind die V-Leute für den Verfassungsschutz. Ein Geheimdienst kann nicht arbeiten, es blind wie ein Maulwurf ohne Informanten. Der Verfassungsschutz braucht die V-Leute. Ohne V-Leute, man kann sagen, V-Leute abschaffen, dann haben wir keinen Verfassungsschutz, kann man auch machen. So, und das hat er gemacht in Jena, in Thüringen. Der Thüringer Heimatschutz wurde aufgebaut, geführt vom Verfassungsschutz, Tino Brandt. Das Pendant in Franken, das war jetzt nicht der fränkische Heimatschutz, aber die fränkische Neonazi-Szene, wurde geführt vom Verfassungsschutz, Kai Dalek, der in München ausgesagt hat, zum Beispiel, und die darum herum wieder, V-Leute, die Anwälte in München, ich habe gezählt, die zählen um das Trio herum in Sachsen und Thüringen 42 V-Leute. Ich habe mal versucht, Heilbronn, Baden-Württemberg mit dazu zu nehmen. Da haben wir auch etwa 12 V-Leute. Es gibt V-Leute, die über die Grenze gehen zum Beispiel. Das ist das Bild. Das muss man, muss Verfassungsschutz und Neonazi-Szene parallel denken, mitdenken im Prinzip. Und das ist auch dann die Aufgabe für die Untersuchungsausschüsse. Nicht nur den Rassismus und die Neonazis untersuchen, sondern parallel die Behörden. Sie haben jetzt eben eine extrem hohe Zahl an V-Leuten im engsten NSU-Umfeld. Gehörte da meines Wissens auch der verstorbene Corelli Thomas Richter dazu, der Verbindung zum Ku Klux Klan hatte, und das sind ja Spuren nach Baden-Württemberg. Genau. Sie fassen es wunderbar zusammen. Einer der wichtigsten V-Leute überhaupt, der 18 Jahre lang, also wir wissen von 18 Jahren bisher, von 1994 bis 2012 V-Mann war des Bundesamtes für Verfassungsschutz mit diesem malerischen Namen Corelli, Thomas Richter. Thomas Richter hatte Kontakt zu dem Trio, er war Neonazi-Aktivist, aber bei so einer langen Dienstzeit stellt sich die Frage, wer sein eigentlicher Dienstherr war. War er jetzt Neonazi, der Informationen verkauft hat, oder hat er sich als Verfassungsschützer begriffen? Vielleicht das Zweite. Sein Name steht auf dieser berühmten Mutlos-Garagenliste, die gefunden wurde, als das Trio untergetaucht ist. Also das ist eine Namens- und Städte- und Telefonliste. Über 40 Namen in der ganzen Republik, vier Adressen in Ludwigsburg übrigens. Der Clemens Binninger, der Obmann der CDU im Ausschuss, dann ist das Who is Who der Neonazi-Szene und die Ermittler. Was machen denn Ermittler? Jeden Sonntagabend erleben wir es beim Tatort. Haben dieses Dokument, das direkt hätte sozusagen zu Mittätern führen können, versteckt damals, nicht für die Ermittlungen verwendet, das Landeskriminalamt in Thüringen und das Bundeskriminalamt. Also Thomas Richter Corelli, übrigens, sein Tod ist nicht aufgeklärt, also er kam im April ums Leben, er war im Zeugenschutzprogramm, er war unter staatlicher Obhut, und nun heißt es, er ist an einer nicht erkannten Diabetes gestorben, kam die von heute über Nacht. Der Tod ist nicht aufgeklärt. Und die ehemaligen Ausschussobleute in Berlin, zum Beispiel Clemens Binninger oder Petra Pau, die Grüne, damals nicht dabei, aber die sich jetzt um die Sache kümmert, Irene Michalik zum Beispiel, die treibt das um. Die haben die Personalie Corelli auf der Tagesordnung, übrigens auch die Personalie Florian Heilig. Es wurde jetzt ein Sonderermittler eingesetzt, Jerzy Montag, der sozusagen die Sache vorbereiten soll. Und wenn es zu einem neuen Untersuchungsausschuss kommen, er wird kommen in Berlin, er wird sicher kommen, dann wird auch der Tod von Corelli und der Fall Florian Heilig, da könnt ihr eine Vorarbeit leisten, auch untersucht werden. Den Fall Florian Heilig, den werden wir nochmal gesondert, denke ich, auch in die Diskussion aufnehmen. Ich würde jetzt gerne nochmal Herrn Salomon fragen, da waren wir ja schon an dem Punkt, wie sieht das in Baden-Württemberg aus? Können Sie uns etwas sagen über den Einsatz von V-Leuten beim Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg? Ich kann
kann hier jetzt in der Öffentlichkeit bestimmt nicht über den Einsatz von V-Leuten etwas erzählen. Das ist ja sehr umstritten überhaupt, also die Thüringer preschen da ja gerade nach vorne. Die politische Lage ist ja bekannt. Ich meine, dass sie das machen und dass man das dadurch durchaus Sympathien für hat, das ist ja unbestritten. Und wir kriegen auch im Innenausschuss durchaus Berichte, natürlich dann wieder unter Geheimhaltung und das ganze Prozedere hinten dran. Man kann sich vortrefflich darüber streiten über den Einsatz von V-Leuten. Ich sehe da vor allem das große Problem V-Leute, V-Mann-Führer, das Verhältnis untereinander, was da aufgebaut wird über 12 Jahre, manchmal auch länger. Da besteht ein großes Risiko meines Erachtens, dass es dann nicht nur um die Informationen geht, sondern dass da sich wirklich Beziehungen etablieren und ob dann Informationen genauso fließen und so weiter und so fort. Also ich denke mal, da gibt es eine ganz große Folge, über die man sich unterhalten muss auf jeden Fall, ob man dann die V-Mann-Führer öfters auswechselt und wechseln lässt zu den V-Leuten. Da gibt es verschiedene Diskussionen, ob das alles sinnvoll ist. Das werden wir bestimmt auch im Untersuchungsausschuss diskutieren müssen. Zumindest nachfragen werden wir dort. Und es gibt natürlich auch, was wir jetzt in 3,5 Jahren immer wieder gemerkt haben, ist dieses peu à peu, dass es immer wieder rauskam, wer ist denn jetzt V-Mann? Also wir haben im Innenausschuss immer so im Nachhinein erfahren, wer ist denn jetzt V-Mann gewesen? Da wurden immer Berichte gegeben. Es war dann irgendwann auch alles in der Presse zu lesen in dem Fall, was auch natürlich für die Öffentlichkeit gut ist, dass man sich ein Bild davon machen kann. Aber jetzt über konkrete Einsätze. Wir kriegen auch nicht alles gesagt, das muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Aber konkrete Einsätze und wie viel es dann letztendlich waren, ob es 12 waren, mehr waren, das ist. Aber da sind wir genau an dem Punkt, der vorhin schon mal auftauchte. Wie wird der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg durch das Parlament kontrolliert? Ja, da würde ich mich mitklatschen auf jeden Fall. Aus dem Grund kann ich Ihnen ganz klar sagen, weil natürlich wir uns auch als grüne Fraktion seit Anfang der Legislaturperiode dafür einsetzen, dass es ein richtiges Kontrollgremium gibt. Momentan gibt es einen Bericht des Verfassungsschutzamts im ständigen Ausschuss, einen halbjährigen Bericht in dem Fall. Da wird auch diskutiert, auch länger diskutiert, passiert alles dort. Aber ein richtiges Kontrollgremium, wo die Parlamentarier auch Rechte haben, Einsichtnahme, sie können ins Verfassungsschutzamt gehen und dort auch Befragungen machen. Das gibt es in Baden-Württemberg nicht, das haben andere Länder, die haben sehr weitreichende Gesetze in dem Fall, wie ein parlamentarisches Kontrollgremium aufgebaut ist. Da sind wir auch an der Sache dran, aber auch da gibt es Kräfte, wie es öfters in der Politik gibt, wo man nicht ganz genau sagen kann, da hängt es jetzt, sondern das ist insgesamt eine sehr verfahrene Situation, so viel kann man glaube ich schon sagen momentan. Aber ich bin da relativ zuversichtlich, dass auch im Verfahren des Untersuchungsausschusses, da wird das Ganze ja auch an verschiedenen Stellen angesprochen werden. Wer hat damals im Innenausschuss beim Mord in Heilbronn nachgefragt, was konnte man ermitteln, was konnte man nicht ermitteln, warum konnte man es nicht ermitteln, auch warum konnten die Parlamentarier nicht mehr herausfordern aus der Exekutive. Das wird Thema werden und da bin ich mir relativ sicher, dass eine Quintessenz ist, ohne jetzt vorzugreifen, dem Untersuchungsausschuss, aber dass es natürlich auch darum gehen wird, wie kann man die parlamentarische Kontrolle. Danke. Herr Sofoklu, es ist so, wie wir das jetzt feststellen, parlamentarische Kontrolle der Sicherheitsorgane scheint nicht wirklich zu funktionieren. Wie blickt die türkische Gemeinde auf diese Entwicklung? Und Hayır Hunge zog ja den Vergleich zum tiefen Staat. Ist ein solcher Vergleich, kommt Ihnen das befremdlich vor, ist das überzogen oder stimmen Sie ihm da teilweise zu? Ich denke, in Deutschland gibt es sehr viele Schützer. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass irgendjemand uns auch vor diesen Schützern schützen sollte. Also wenn man so ein bisschen dahinter blickt, wer uns schützt und was dabei was anschließend rauskommt, also das Parlament schützt uns vor Verfassungsschutz und jeder schützt von anderen, aber der Bürger, der kommt, glaube ich, ganz kurz in diese ganze Schutzzeremonie und in diese Schutzliste und da diese Vergleiche mit der Türkei zu ziehen, wie Herr Funke, der unser Bericht mit größtenteils geschrieben hat, ist für mich ein bisschen überzogen. In der Türkei gibt es nicht nur einen tiefen Staat, sondern mehrere tiefe Städte, die untereinander jetzt gerade kämpfen. Also man kann überhaupt keine Vergleiche ziehen. Aber es gibt in Deutschland unaufgeklärte
Stellen unaufgeklärte Sachen, die auf jeden Fall aufgeklärt werden müssen. Und auch im Parlament sind einige. Also ich habe zum Beispiel meinen Zweifel, wie jetzt dieses Parlament, das bis dato diese Untersuchungsausschuss verhindert hat, jetzt wirklich mit großem Herz an diese Sache herangeht. Also es sind natürlich einige ganz gut gewillte Abgeordnete, die das vorantreiben, aber die brauchen dort natürlich auch Rückendecken. Deswegen ist die Frage für mich, ob auch ein gewisser öffentlicher Druck da sein sollte. Mit Menschen, die zum Beispiel wie Herr Moser, wie viele andere, die auch mal ein bisschen darauf achten, die auch ein bisschen im Interesse der Öffentlichkeit darauf achten, dass das alles rechtens läuft. Also wie gesagt, diese Vergleiche mit tiefen Staat, das ist für mich überzogen. Aber dennoch muss man sich wirklich vor diesen Schützern auch manchmal schützen. Danke sehr. Ich komme zum letzten Fragenkomplex auf dem Podium. Dann sind Sie dran. Es haben sich bestimmt, stellen sich bei Ihnen schon sehr viele Fragen. Wir sind ja hier nur an der Oberfläche geblieben in vielen Dingen. Kurze Statements von den Herren hier vorne. Welches sind die wichtigsten Lehren, die aus dem NSU-Komplex gezogen werden müssen? Was heißt in dem Zusammenhang Schutz der Demokratie? Herr Moser, welches sind die wichtigsten Lehren? Also gute Antwort, ohne dass wir wissen, was Sache ist. Die Lehre ist auf jeden Fall, wenn wir uns als Demokraten begreifen, Demokratie als die Konstruktion, die einen Ausgleich ermöglicht, dann müssen wir uns als unabhängige Demokraten begreifen. Das heißt, keinen Respekt vor keiner Behörde und keinem Amt, nur der Wahrheit und sozusagen den Wählern verpflichtet. Das heißt auch keinen Respekt vor eingestuften Akten, sondern ihr beschließt, ihr seid ein hoheitliches Gremium, ihr beschließt, wir machen öffentlich, was in diesen Akten drinsteht. Staatsschutz, wenn der Verfassungsschutz verwickelt ist, macht's mal, da wird man mal gucken, wie weit er kommt. Wenn der Verfassungsschutz verwickelt ist, ist Staatsschutz Täterschutz. Ja, weiter. Ja, okay. Also man kann ganz viele Lehren meines Erachtens daraus ziehen. Eine Lehre ist meines Erachtens, dass man im politischen Raum, und da kommt es mir immer wieder auch bis heute, das Thema Rechts deutlich ernster nehmen muss, auch benennen muss, nicht immer totschweigen. Ich glaube, wir haben in der Enquete-Kommission drüber gesprochen, jetzt im Untersuchungsausschuss, ob man das Wort oder die Buchstaben NSU verwenden darf. Da gibt es dann die lange Diskussion, ob das nicht mit der Automarke verbunden wird und solche Geschichten. Das ist ja alles eine positive Konnotation. Also ich glaube, man muss schon das Ganze benennen können, man muss auch klar aufzeigen können. Und da ist auch bei Demonstrationen von Nazis, muss man auch sagen können, wir haben ein Problem hier und da muss es auch behoben werden, im Sinne von, da muss Arbeit geleistet werden vor Ort, die Leute müssen unterstützt werden, die ehrenamtlich aktiv sind, was ja die Mehrheit ist. Und da würde ich mir mehr Unterstützung wünschen. Wir haben jetzt in diesem Haushalt etwas gemacht, haben etwas deutlich mehr Geld gegeben, aber trotzdem, da ist meines Erachtens, muss da auch im politischen Raum viel mehr drauf geguckt werden. Und wogegen ich gerne und immer wieder wäre, ist, dass auch im politischen Raum diese Gleichsetzerei links, rechts, die ja ständig stattfindet, das muss ein Ende haben, spätestens seit NSU. Genau. Und dass es Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus gibt in diesem Land, darf einfach jetzt nicht mehr verschwiegen werden. Und da ist, glaube ich, nicht das Ende erreicht, sondern meines Erachtens geht Aufklärung jetzt erst richtig los. Danke. Und was sagen Sie? Was ist die wichtigste Lehre? Also NSU ist natürlich auf einer Seite, aber auf der anderen Seite, wenn ich mal gestern gesehen habe, dass in Dresden 10.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, patriotische Europäer, die eigentlich selber auch europafeindlich sind, plötzlich auf der Straße sind und in die Mitte der Gesellschaft immer mehr rücken. Demnächst wahrscheinlich, die haben mit 200 Leuten angefangen, jetzt sind sie 10.000. Man erwartet jetzt in vielen anderen Städten auch. Manchmal frage ich mich, ob das nicht auch damit zusammenhängt, dass man manche Sachen nicht richtig aufklärt in Deutschland, dass solche Menschen immer mehr Boden bekommen und das immer mehr werden. Dass Rechtsradikalismus eigentlich immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt, dass AfD immer stärker wird in Bundesländern, dass demnächst auch eine Diskussion wahrscheinlich im Bundesweit ist, dass demnächst wahrscheinlich immer weniger Politiker gibt, die danach fragen, was mit NSU passiert ist.
Deswegen sind, denke ich, für mich Sorgen im Zusammenhang mit NSU natürlich mit der gesamten, mit der aktuelle Entwicklung. Und da ist natürlich diese unabhängige Demokrat sein und sich wirklich mal die Frage stellen, wohin führt die Reise, wohin geht das Land. Da müssen wir uns auf jeden Fall stärker damit auseinandersetzen. Sonst haben wir wirklich irgendwann mal niemanden mehr, der sich dann für solche Sachen einsetzt. Bräuchten wir vielleicht die Wutbürger wie bei Stuttgart 21 jetzt auch in Baden-Württemberg, wenn es um die NSU-Aufklärung geht? Und eine Bemerkung, weil ich das gerade verfolge mit diesen Wutbürgern von rechts, die islamophobe und rassistische Einstellung ganz weit in die Öffentlichkeit hätten. Wir haben die Gruppe jetzt in Baden-Württemberg. Sie hat sich am 5. Dezember als Facebook-Gruppe gegründet. Innerhalb von wenigen Tagen ganz viele neue Mitglieder hinzugewinnen können. Also das Klima, der Nährboden ist da für schlimmste rassistische Vorgänge auch in diesem Lande. Demnächst, also aktuell diskutiert man darüber, erst wenn unsere Gruppe auf ein paar Tausend angewachsen ist, dann werden wir auch an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg aufmarschieren. Was ist das für die Gruppe? Pegida. Pegida, wo Dresden im Moment war. Also Dresden war im Fokus gewesen und jetzt wird das transportiert in die Bundesländer. Und jetzt für Baden-Württemberg ist es relativ frisch auch so eine Gruppe, die völlig entgrenzt ist, weil das Mobilisierungspotenzial läuft über die sozialen Netzwerke. Ja, aber sogar für eine Politiker forciert solche Dinge. Ja. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich gerne auch die Diskussionsrunde öffnen möchte. Auf einer Tagung vor gar nicht langer Zeit in Stuttgart sagte, und ich zitiere den als Motivation für uns alle, noch einmal den Heribert Prankl. Er sagte, wie bekämpft man denn nun eigentlich Rechtsextremismus? Es gibt auch bei aufrechten Demokraten einen merkwürdigen Glauben daran, dass es genügt, die richtige Gesinnung zu haben. Aber Moral alleine genügt nicht. Es genügt auch nicht der neue Verbotsantrag gegen die NPD. Was man wirklich braucht, um Rechtsextremismus zu bekämpfen, was ist das? Man braucht Leute, nicht Hunderte, sondern Tausende, Zehntausende von Menschen, die sich trauen, in mühseliger Alltagsarbeit in die Schulen zu gehen, in die Jugendzentren, in die Behörden, zur Polizei. Man braucht Leute, ob sie nun während den Anfängen heißen oder buntes Leben, man braucht Leute, die Workshops machen, Demonstrationen, Konzerte, Aufklärungskampagnen. Man braucht Leute, die einer braunen Alltagskultur offensiv entgegentreten. Dabei dürfte es diesen Leuten manchmal fast im Wortsinn so ergehen, wie es in einem berühmten Film- und Buchtitel steht: Allein gegen die Mafia. In dieser Situation zu bestehen, ist ein Akt hoher Zivilcourage. Wo die Mitte der Gesellschaft braun schillert, gilt oft als Nestbeschmutzer nicht der, der das Nest beschmutzt, sondern der, der es säubert. Vor dem Antisemitismus ist man nur noch auf dem Monde sicher, hat Hannah Arendt einmal voller ironischen Pessimismus gesagt. Das gilt für Rassismus und Ausländerfeindlichkeit genauso. Vor Rassismus und Ausländerfeindlichkeit ist man nur noch auf dem Monde sicher. Danke. Umso wichtiger, jetzt kommt der Appell an alle, ist der Versuch, den Mond auf die Erde zu holen. Das ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft. Sie, die Zivilgesellschaft, Sie, wir alle, also nicht die Behörde mit diesem Namen, Sie sind der wahre Verfassungsschutz. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde jetzt um Ihre Fragen bitten.